Hallo, ja, hier bin ich wieder bei mir zu Hause in dem schönen St. Moritz. Ja, wunderschön war es in Mykonos, schön warm war es. Hier ist es wieder eher frisch, es schläft sich wunderbar, wenn es nicht so heiß ist in der Nacht. Viele von euch wissen das ja. Ja, was ich in diesem Live mit euch kurz besprechen möchte, ist, wieso es nicht ausreicht, sag ich mal, diese Formel von Dr. Joe Dispenza einzig und allein zu verfolgen. Also es ist ein grandioser Teil und ich möchte jetzt auch die ja noch vielleicht irgendwie meinen, ja, jetzt mache ich alles, was er sagt und ich stecke immer wieder fest. Ich komme trotzdem nicht weiter, ich sehe keine Veränderung. Und ich meditiere jeden Tag und sogar zweimal und so weiter. Wenn ihr euch die Testimonials anschaut, dann seht ihr dort ganz oft, also bei vielen, die halt wirklich große Erfolge haben, dass die viel noch drumherum gemacht haben. Da ist ein Testimonial, das will ich euch ans Herz legen, das ist das Testimonial von Fiona, die ist auch eine von ihm im Team. Und die sagt auch, also sie hat ein super langes Testimonial, das ist 20 Minuten lang. Und die erzählt auch, wie sie über Jahre hinweg als Teammember, als wirklich jemand, der total nah dabei war, der wahnsinnig viele Retreats mitmachen konnte von Dr. Joe Dispenza, erstens mal, glaube ich, 3 Jahre gebraucht hatte, bis ihre MS-Erkrankung tatsächlich sozusagen geheilt war. Und dass sie von Dr. Joe Dispenza immer wieder angehalten worden ist, zu lesen und sich weiterzubilden. Und damit meint er eben dieses Verständnis zu bekommen dafür, was mache ich eigentlich in den Meditationen, warum gehe ich in die Meditation, wo begebe ich mich dahin, wer bin ich überhaupt. Das sind alles solche Sachen, die sind so unglaublich wichtig zu verstehen für unseren Verstand. Und wir haben ganz, ganz viele Leute unter uns, die sind sehr intellektuell, sehr analytisch. Sie arbeiten in analytischen Berufen, sie haben eine super schnelle Auffassungsgabe. Ihr Verstand ist auf Hochtouren getrimmt und diesen Verstand dorthin zu bringen, dass er einen dabei unterstützt, den Weg zu gehen, einen komplett neuen Weg, einen komplett von der Vergangenheit, von allem Vergangenen gelernten Weg zu gehen und dort diesen Schritt zu machen, das ist eben das Essentielle und darum geht es, dass man da wirklich sich darauf einlässt und sagt, alles ist komplett neu, alles darf neu sein, ich bin wie neu geboren, weil ich muss neu geboren werden, damit ich ein Mensch bin, der die Probleme oder damit ich eine Persönlichkeit bin, der die Probleme der Vergangenheit nicht mehr in die Zukunft trägt. Und das heißt eben auch bereit sein, wirklich alles loszulassen. Und wenn du das schnell haben willst, dann musst du eben radikal deine Vergangenheit loslassen und nicht nur Schicht für Schicht, dann dauert es halt ewig lang, aber das muss nicht so sein, das muss nicht ewig lang dauern. Und ich habe jetzt in einer Coaching-Tätigkeit, darf ich immer wieder Menschen kennenlernen, die diese Erfahrung gemacht haben und dann eben sagen, hey, warum komme ich nicht weiter? Und die kommen dann zu mir und wir finden das raus, was die Blocks sind und was, wo es dann noch gehakt hat, mit welchen Ansichten und Überzeugungen da immer wieder dafür gesorgt worden ist, dass kein Weiterkommen ist. Und vielfach ist auch ein großer Hindernisgrund diese wahnsinnig hohen Erwartungen. Ja, ich gehe in Retreat und an dem Retreat werde ich geheilt. Dazu möchte ich auch noch sagen, bei allen Heilungen ist es so, jede Heilung, jeder Heiler trägt nur dazu bei, dass du ein bisschen mehr glaubst, dass Heilung möglich ist, der dich als heil und ganz sieht und wahrnimmt und einfach für dich mit den Glauben unterstützt und hegt, dass Heilung komplett möglich ist. Heilung auf allen Ebenen. Nicht nur körperliche Heilung, sondern eben auch Heilung
von alten Verletzungen, von all diesen Dingen. Dieses Heilen heißt ja nichts anderes wie ganz und komplett und Perfektion zu leben und zu erleben und die in jeder Situation, die im Hier und Jetzt entsteht, dieses Heilsein, dieses Ganzsein, dieses Gut und Richtigsein, dieses Perfektsein, dieses Komplettsein ohne äußere Bedingungen, das anzuerkennen. Und das sind so viele Sachen, die uns immer wieder zurückhalten und sagen, ja, es muss doch so sein, es muss doch so sein, es muss doch so sein. Dass wir einfach nicht zulassen, diese unbeschränkten Möglichkeiten, sich uns zu eröffnen und zu zeigen, wie es sein kann. Aber dazu müssen wir erst in diese Überzeugung reinkommen, dass doch tatsächlich alles perfekt und gut und richtig sein darf. So, wie es sein darf und nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass es sein muss. Und dann kommen wir wieder auf die Gefühlsebene, weil dort ist einfach alles schon vorhanden. Wenn du dich heil, ganz und komplett und glücklich und angenommen und gut und richtig fühlst in, sag ich mal, jeder Situation, das ist schwierig, aber in den meisten Situationen und jede Situation für dich so erkennst und wahrnimmst, dass sie gut und richtig ist, dann kommst du hier einen Schritt weiter. Und ja, für die, die sich jetzt halt auch für Malta anmelden, will ich diese Message wirklich nochmal klar kundtun und sagen, geh dorthin, sei offen für das Gute, was passieren kann und nicht da, dem ist das passiert, das will ich auch, der hatte die Erfahrung, das will ich auch. Du wirst deine eigene individuelle Erfahrung machen, die absolut hundertprozentig gut und richtig ist auf deinem Weg und die dir genau das liefert und leistet, was du im jetzigen Moment brauchst, respektive annehmen kannst. Weil das Annehmen, das ist im Verstand. Der Verstand, der muss von dir getrimmt werden, dass er eben die Dinge annehmen kann. Und je nachdem, wie du denn schon getrimmt und programmiert hast, dass er eben nicht mehr in dieser bedingungsvollen Welt lebt, wo alles so nach deinen Vorstellungen passieren muss, sondern wo du offen bist für unendliche Möglichkeiten, unendliche Perspektiven, desto mehr kann zu dir kommen. Aber wenn du quasi ein Nadelöhr aufmachst und sagst, so muss es sein, genau so, auf die Art und Weise, so stelle ich mir das vor, dann ist es erfolgreich, dann ist es gut. Aber wenn es nur ein bisschen anders ist, dann heißt es für mich gleich, dass es nicht gut ist und dass es nicht erfolgreich ist. Und dass das Leben sich durch dein Nadelöhr durchquetscht, das ist eben selbst relativ unwahrscheinlich, oder? Das Leben quetscht sich nicht durch deine beschränkte Perspektive, hallo Annette, und dein Nadelöhr, das du kreierst mit deinem beschränkten Verstand, der nur in dem lebt, was er jemals gehört, gesehen oder selber erlebt hat. Da bist du beschränkt und dann wartest du, dann fängst du an zu warten, bis sich das Leben durch dein Nadelöhr durchquetscht. Und dabei wäre neben diesem Nadelöhr absolut Perfektion, Schönheit, Ganzheit, Komplettheit, Liebe, Freude, Fröhlichkeit. Aber du willst, dass all diese Gefühle durch dein Nadelöhr durchkommen. Und sonst nimmst du sie nicht an, wenn sie nicht genau da auf die Weise, so und so, wie du dir das vorstellst, zu dir kommen. Dann sagst du, nö, das ist nix. Und dann wird es halt nie was sein. Aber nimm dieses Nadelöhr weg, öffne dich und tu alles weg, was du jemals verlangt hast, wie die Dinge sein müssen und konzentriere dich nur darauf, wie sie sich anfühlen dürfen und wie sie dich fühlen lassen und schau, dass du die Gedanken denkst und Überzeugungen hegst und neu programmierst, die eben auf deiner Seite sind und die nicht gegen dich arbeiten und dich kritisieren und sagen, ja, da hast du es wieder falsch gemacht und das solltest du besser machen, sondern die dir einfach sagen, wie gut und richtig du bist in jedem Moment. Und dann kannst du eben auch alles als gut und richtig annehmen, das da ist. Und das wird alles so werden, wie du es möchtest. Und es gibt einfach keinen Zweifel daran, dass die Dinge so erscheinen, wie wir sie sehen. Ich möchte jetzt dieses Video nicht so wahnsinnig lang machen. Aber zum Beispiel habe ich mir gestern eine Situation mit einer Bekannten kreiert. Ups, oh, Fliege. Die genau das ist, was ich eigentlich mir vorgestellt habe. Und das ist wirklich, ich habe
Ja, was habe ich wahrgenommen an ihr? Ich habe an ihr wahrgenommen, dass sie mit Mitte 50 Jahren einfach ihren ganzen Fokus darauf hält, irgendwie einen Mann zu finden. Gut genug zu sein für irgendeinen Mann, sich zu verdrehen, sich anzustellen, sich hinzustellen, sich zu präsentieren auf alle verschiedenen Weisen. Und in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Mann kommt, der sie so gut genug findet, dass sie ihn auch so gut genug findet, oder? Und für mich, mit all dem Wissen, was ich jetzt habe, das wahrzunehmen und immer wieder wahrzunehmen, dass sie einfach nicht bei sich ist, sondern sich permanent verdreht, um Dinge zu erreichen, die sie erreichen möchte und sie so nicht erreicht und so in die absolute Verzweiflung reinkommt, das ist natürlich etwas, was, wenn ich das leider in ihr sehe und mir nicht die Mühe mache, und das habe ich mir nicht, also das ist dann auch wirklich, ist mir zu wenig wichtig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, sie in ihrer Schönheit, in ihrer Perfektion zu sehen und das auf sie zu fokussieren, sondern ich habe halt das mich mit dem verbunden, was sie ausstrahlt, weil es halt auch irgendwo mein Job ist, das aufzunehmen und das dann den Leuten, mit den Leuten quasi umzuarbeiten und eine andere Perspektive für sie selber zu arbeiten. So muss ich mir selber zugestehen, dass halt mein Fokus tatsächlich auf das Ist, auf den Ist-Zustand der von ihr fokussiert habe und nicht auf den gewünschten Soll-Zustand. Und dadurch, dass ich das halt eine Weile lang gemacht habe und nichts anderes in ihr gesehen habe, weil ich mich nicht bemüht habe, ist mein Ding, oder? Hat sie mir natürlich das Ganze verstärkt zurückgespiegelt. Was für mich wieder bedeutet hat, okay, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust, da reingezogen zu werden in diese Vorstellung, dass ich mit einem Menschen interagiere, der sich irgendwie nicht gut genug fühlt, also auf privater Ebene und sich einfach so schlecht und quasi anbiedert, den Männern gegenüber anbiedert, aus dem Mangel und der Verzweiflung heraus, endlich jemanden zu finden, endlich aufgehoben zu sein, endlich einen Partner an der Seite zu haben. Und das für mich privat als Bekannte zu erkennen und zu sehen und da überhaupt nicht irgendwie was sagen zu können, weil die Person natürlich nicht offen ist, oder? Wenn die zu mir kommt und offen ist und sagt, hey, blöd, seit vielen Jahren versuche ich es auf die und diese Art und Weise, es geht nicht, dann kann ich da reden. Aber wenn ich nur da sitze und mit dieser Mangel und Verzweiflung, diesen ganzen Geschichten und dieser Energie, dieser Aufgeregtheit, dieser Energie, das nicht gut genug sein und nicht respektiert zu werden auf die Art und Weise, wie sie das will. Wenn ich in dieser Energie natürlich zu lange sitze, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich gehe raus aus dieser Energie oder die Person gibt mir die Möglichkeit, mit ihr zusammen die Energie zu ändern. Aber das musst du dir vorstellen, das ist nicht so leicht, oder? Ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn jemand so in dieser Energie, dieser Verzweiflung sitzt und dann geduscht ist, oder? Und du sitzt quasi neben diesem Menschen, der unter der Dusche sitzt und sagt, hey, rutsch mal rüber, dann wirst du nicht so geduscht. Und er will da nicht raus, weil er meint, oh mein Gott, das ist mein Zustand. Dann kannst du nichts machen. Und das ist mein wichtiger Tipp an euch. Dass man das halt echt, danke Annette, ja, dass man sich so reflektiert und sagt, ja, was kann ich jetzt machen, was ist gut für mich, was ist der Weg des geringsten Widerstandes? Und ich war früher auch immer so eine, die wollte helfen und hat sich festgebissen und quasi die Leute unter der Dusche rausgezogen und versucht mit Gewalt zu erklären, dass man nicht unter der Dusche sitzen muss. Und das klappt halt natürlich nicht. Und dann ist halt der nächste Schritt, was will ich denn für mich, oder? Ich will mich gut fühlen. Und da im Moment in dieser Konstellation kann ich mich nicht gut fühlen, dann muss ich da rausgehen, dann darf ich da rausgehen. Und dann muss ich mich auch nicht schlecht fühlen und sagen, oh mein Gott, und was ist jetzt und die Bekanntschaft und wie wollen wir weiterfahren. Das muss einen im Moment überhaupt nicht interessieren und dann muss man auch den anderen dort lassen, wo er ist, weil er will nicht raus. Und dann muss ich aber auch sagen, gut, aber ich will nicht da rein. Was machen wir jetzt? Du willst nicht da raus aus deiner Situation, ich will nicht mit dir da rein in deine Situation. Also muss ich dich alleine in deine Situation lassen und ich gehe meines Weges weiter. Und das sieht natürlich von außen manchmal ein bisschen beschissen aus, oder? Wo man sagt, ja, die
sie ist herzlos oder die will da nichts helfen oder so, aber das geht nicht, oder? Das merkt ihr selber, wenn ihr sowas erkennt und ungefragt, also wenn die Tür nicht offen ist, versucht da irgendwie was anderes reinzuballern, andere Informationen reinzuballern, aus nächster Nähe geht es nicht. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist zurückzutreten und zu sagen, okay, ich komme wieder in meine Energie zurück und wenn ich an diese Person denke oder an die Situation denke, dann denke ich mir, ja, das kommt schon gut. Oder die wird schon ihren Weg gehen oder die wird das schon merken, wie sie vielleicht eine andere Richtung einschlagen muss. Und dann bin ich von großer Hilfe. Da muss ich natürlich vorher auch sagen, da war ich nicht von großer Hilfe am Anfang, oder? Sondern habe wirklich gedacht, oh mein Gott, wie verzweifelt sie ist, das ist ja zu traurig. Aber das passiert halt. Und das ist aber nicht schlimm, oder? Dann ist es halt mal so. Aber wenn man es dann weiß, dann kann man seine Wahrnehmung und seine Gedanken zu den Situationen ändern und dann ist es auch wieder gut, oder? Und dann muss man da auch nicht mehr in der Vergangenheit rumtrabeln und sagen, okay, bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt für Sie und für vielleicht unsere Bekanntschaft, whatsoever, oder? Und dann ist es auch wieder gut. Ja, das wollte ich euch mitteilen. Ganz schön viele Themen. So passiert es in meinem Kopf. Oft, vielfach, wenn er nicht ganz leer ist. Und ja, vielleicht war da die ein oder andere Inspiration für euch dabei. Es gibt jetzt ein paar mehr Videos, weil ich echt viele, viele Pläne habe für mein Mastermind, das im August anfängt. I keep you updated. Also ich werde euch informieren. Es ist noch ein bisschen im Brodeln, wie es dann genau rauskommt. Aber so die groben Konturen, die sind schon da. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.